In diesem Video möchten wir Ihnen das GSM Plus WLAN-Alarmsystem und die Einrichtung per Handy-App vorstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Anlage mit Ihrem WLAN verbinden und weitere Benutzer hinzufügen können. Laden Sie zuerst die App aus dem Google Play oder dem Apple App Store herunter. Im App Store suchen Sie nach eWiFi GSM Alarm System. Im Google Play Store suchen Sie nach der App WiFi GSM Alarm System. Nachdem Sie die App heruntergeladen haben, klicken Sie auf Sign Up Free, um einen Account zu registrieren. Bitte bewahren Sie das Passwort zusätzlich an einem sicheren Ort auf. Man kann das Passwort später per E-Mail zurücksetzen. Nachdem Sie sich registriert und anschließend eingeloggt haben, können wir die Anlage in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy mit dem WLAN verbunden ist. Betreiben Sie die Anlage zur Einrichtung bitte mit dem mitgelieferten Netzteil. Schritt 1: Einrichtung mit einem Android-Handy. Klicken Sie in der App auf WiFi Setup. Hier geben Sie nun Ihre WLAN-Zugangsdaten ein. Auf der Anlage gehen Sie in das WiFi-Menü. Dort aktivieren Sie die WLAN-Verbindung. Wenn Sie WLAN deaktivieren, wird die GSM-Verbindung genutzt. Wählen Sie WiFi Bonding aus und drücken in der Handy-App anschließend auf Connect. Warten Sie einen Augenblick. Nachdem die Anlage sich verbunden hat, gehen Sie zurück in das Hauptmenü. Bei erfolgreicher Verbindung sollte hier nun im Display ein WLAN-Internet-Icon erscheinen. Schritt 2: Einrichtung mit einem iPhone. Klicken Sie in der App auf WiFi Setup. Hier geben Sie nun Ihre WLAN-Zugangsdaten ein. Auf der Anlage gehen Sie in das WiFi-Menü. Dort aktivieren Sie die WLAN-Verbindung. Wenn Sie WLAN deaktivieren, wird die GSM-Verbindung genutzt. Wählen Sie hier WiFi Bonding aus. Gehen Sie in die WLAN-Einstellung Ihres iPhones und verbinden sich mit dem WLAN-Netz namens IWTAC. Gehen Sie zurück zur App und drücken Connect. Warten Sie einen Augenblick. Nachdem die Anlage sich verbunden hat, gehen Sie zurück in das Hauptmenü. Bei erfolgreicher Verbindung sollte hier nun im Display ein WLAN-Internet-Icon erscheinen. Schritt 3: Einen Administrator über den QR-Code hinzufügen. Jede Anlage besitzt einen QR-Code. Scannen Sie diese mit der Handy-App und Sie erhalten Administratorrechte. Nun können Sie alle Funktionen der Anlage nutzen. Bevor Sie den QR-Code scannen, überprüfen Sie, ob dieser korrekt ist. Über das Menü der Anlage finden Sie den Punkt Maschineninfo. Überprüfen Sie dort, ob die Seriennummer dem QR-Code entspricht. Sie können die Anlage auch über die Seriennummer anstelle des QR-Codes hinzufügen. Die Alarmanlage kann nur von der ersten Person kontrolliert werden, die den QR-Code einscannt. Um die Anlage erneut auf einen anderen Account hinzuzufügen, muss die Anlage von dem bestehenden Account zuerst gelöscht werden. Schritt 4: Weitere Benutzer. Die Alarmanlage kann maximal 4 Benutzer verwalten. Der erste Benutzer, der den QR-Code scannt, ist der Administrator. Dieser kann 3 weiteren Benutzern Zugang gewähren. Jeder weitere Benutzer benötigt auf seinem Handy die App und einen eigenen Account. In der App des Administrator-Handys gehen Sie in das Authorization-Menü und klicken dort auf den Punkt Authorization. Wählen Sie Input User ID und geben die Handynummer des neuen Nutzers ein. Nach erfolgreichem Hinzufügen kann man durch das Aktivieren und Deaktivieren des Alarms testen, ob alles geklappt hat. Bitte beachten Sie, dass die 3 neuen Nutzer einen eigenen Account in der App benötigen und nicht nochmal den Administrator-QR-Code scannen müssen. Sie können nun weitere Geräte, wie beispielsweise eine Sirene, anlernen. Für weitere Informationen zu den Produkten besuchen Sie unseren Onlineshop unter alarm.de.